Markus Kocinski traute man den Aufstieg in Dresden nicht mehr zu. Jetzt übernimmt Alexander Schmidt, der gebürtige Augsburger, soll also die Mission zweite Liga zu Ende bringen. Seine Premiere war das Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Schmidt übernahm, so sagte er selbst, eine extrem hungrige, motivierte Mannschaft. Und das merkte man auch in den ersten Minuten. Dynamo forsch mit tollem Beginn, Will der erste Abschluss. 6 Minuten waren gespielt. Dresden seit mehr als 7 Stunden ohne Tor und nicht mit wirklich viel Selbstvertrauen und auch immer noch mit einem kleinen Schlendrian unterwegs. Kevin Proll, was für ein katastrophales Zuspiel. Und dann Assis Boadus. Rums an den Pfosten, Minute 12. Die Gäste aus Duisburg meldeten sich zu Wort. Aber das Aluminium rettete Kevin Proll den Allerwertesten. Pavel Dotschev mit seiner Mannschaft seit 6 Partien ungeschlagen. Duisburg auf dem prima Weg in Richtung Klassenerhalt. Aber der MSV auch immer wieder in der eigenen Hälfte unter Druck gesetzt. Gutes Vorchecking der SGD und dann ging's schnell. Hosina und im Zentrum Stor! 19. Minute, die fette Chance zum 1:0. Aber Weinkauf und Sauer verhinderten den Einschlag. Aber den musste der Slowene nach Ballverlust von Jansen aus 5 Metern natürlich im Kasten unterbringen. Allerdings war es auch eine exzellente Fußabwehr von Duisburg-Schlussmann Weinkauf. Was ist dein Ball? Unterhaltsames Spiel im Rudolf-Habich-Stadion, weil sich der MSV auch nicht versteckte. Stoppelkamp, der Top-Torjäger. Und dann fast das Eigentor von Sebastian May. Kevin Proll im Aufbauspiel schlampig, aber auf der Linie. Ein exzellenter Schlussmann. May mit der Schulter, fast mit dem Eigentor. Aus kürzester Distanz. Blitzschnelle Reaktion von Kevin Proll. 0:0 zur Pause. Alexander Schmidt sah gute Ansätze von seiner Mannschaft, aber auch unter ihm hielt zumindest erstmal die Torflaute an. Abschnitt 2. Langer, weiter Einwurf May. Abschluss Will und ein Aufschrei in den Dynamo-Reihen. Handspiel von Sicker wurde moniert, aber das war kein strafbares Handspiel. Der Arm klar angelegt. Und die Gäste, der Meidericher SV, auch in Durchgang 2. Weiterhin griffig und Proll weiterhin Gebruder Leichtfuß. Vincent Vermey eingewechselt mit der nächsten fetten Chance für den MSV. Die Zebras bestraften die Nachlässigkeit des Schlussmannes einfach nicht konsequent. Und allzu viele Chancen bekommst du gegen die eigentlich so sattelfeste Dynamo-Mannschaft natürlich nicht. Schlussphase. Der eingewechselte Diabosi brachte viel Schwung. Der eingewechselte Flachodimos brachte viel Schwung. Und im Zentrum da Ferner. Nach 515 Minuten war es mal wieder soweit. Dynamo Dresden traf das gegnerische Tor. Die Erlösung war deutlich zu sehen. Ein klasse Spielzug, Diabosi und Flachodimos, beide unter Kocinski kaum bzw. gar nicht berücksichtigt. Sie wollen natürlich die Gunst der Stunde mit dem Trainerwechsel nutzen. Und so betreibt man Werbung in eigener Sache. Und Christoph da Ferner mit seinem 11. Saisontor einfach gedankenschnell, wie er da reinspritzt. Und es war das Tor zum Sieg. 1:0 Arbeitserfolg in seinem ersten Spiel als Cheftrainer. Ein erster Schritt ist gemacht. Ja, man hat gesehen, wir haben viel Arbeit vor uns. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, alles top, alles top. Es war nicht alles top, aber was ich der Mannschaft gerade schon gesagt habe, sie haben alles reingeworfen, was geht. Ja, und da kann man zufrieden sein, ja, weil sie einfach gekämpft haben bis zur letzten Sekunde. Aber wir haben noch Arbeit vor uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du ein Spiel verlierst und der Gegner besser ist, dann kannst du das besser verkraften und tut nicht so weh. Aber wenn du jetzt so ein gutes Spiel lieferst und die hochkarätigen Chancen auf deiner Seite sind und dann verlierst du durch 1:0, natürlich ist es schon sehr, sehr schmerzhaft. Duisburg hielt sehr gut dagegen, aber die Punkte, sie blieben in Dresden. Aktuell sieht es wieder mehr danach aus, dass Dynamo Dresden in der kommenden Saison, zumindest in der Liga, nicht mehr auf den MSV Duisburg trifft. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.